Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Zero Dawn. Ja, wir machen jetzt einfach mal die Hauptquest, die Spitze des Speers. Falsche um eine Stolperfalle. Das machen wir jetzt auch. Und zwar gehen wir hier lang. Hier so ist ducken. Ja. Auf jeden Fall die ganzen Materialien brauche ich. Schon ungewohnt so im Dunkeln. So. Sind hier keine Gegner mehr? Habe ich die alle ausgelöscht? Okay. Egal. Ich muss mal kurz auf der Karte gucken. Ja. Also ich laufe jetzt einfach diesen Weg weiter. Okay. Ach, dann rennen wir einfach mal. Was ist schon dabei? Munition habe ich genug. Ach, Munition, ja. Pfeile habe ich genug. Habe ich mehr als genug. Nicht. Was haltet ihr denn von dem Spiel hier? Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es gekauft habe. Ich habe lange drauf gewartet. Und du, Truthahn, du wirst jetzt sterben. Okay. Ja. Erhalten reichhaltiges Fleisch. Oh, vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen mich ducken. Inventar. Outfit. Modifikation, Rohstoffe, Schatzkisten. Wo habe ich denn die Schatzkiste gefunden? Nora-Speeren-Outfit. Ah ja, das wollte ich. Gibt diesen Gutschein einem beliebigen Händler, um besondere Bonusgegenstände zu haben? Okay, wir müssen dem also... Okay. Kann ich noch nicht herstellen? Okay. Egal, aber gleich kann ich's. So. Oh, ich renne jetzt mal. Ich glaube nämlich, ich bin gleich da. Und ich sehe keinen Gegner. Also machen wir das Beste draus, ja. Ach, ich bin schon... Ich sehe hier sonst niemanden. Scheint sicher zu sein. Ich wette, er wartet schon auf mich. Scheint sicher zu sein. Ob es sicher ist, man weiß es nicht. Ich muss schon sagen, ich mag das hier so, die Karte. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Da ist er. Er wirkt nervös. Hä? Oh. Sieht das nervös aus? Ich weiß ja nicht. So, dann reden wir mit Karst. Sieh an, wenn das keine Ausgestoßene ist. Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Sei nicht so griesgrämig. Ja, das hätte ich auch gesagt. Gibt es einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin. Dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Mhm. Wie einfach alle Angst haben werden, wahrscheinlich, dass ich dann nicht mehr mit denen rede. Nur weil ich dann in Mutterherz bin und keine Ausgestoßene mehr bin. Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst.
Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. Ja. Also ich würde es auch niemals verraten. Das geht gar nicht. Ja, Rost weiß es. Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist ja lebenslänglich. Warum weiß er es auch nicht? Obwohl, ich weiß es ja auch nicht, warum. Wieso, weshalb? Meine Mutter wollte mich einfach nicht. Mein Gott. Eieieiei. Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja. Ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagten, ich sei verdorben und gaben mir 5 Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute, einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Ja, wenn man jahrelang draußen so gewohnt hat, dann also gelebt hat, denke ich schon, dass es so eine Umstellung ist, wenn man mit ganz, ganz vielen anderen Menschen zusammen ist, da wird man ja irre. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. Das kaufen wir erstmal, ne? Total ungewöhnlich. Diese Waffe erstellt Fallen, die detonieren, wenn der Draht zwischen 2 Ankerpunkten durchbrochen wird. Am besten geeignet auf feindliche Patrouillenwegen oder in engen Umgebungen. Kann modifiziert werden. Oh, was ist denn Film abspielen? Ja. Yeah. Das sieht ja nice aus. Oh, cool. Okay, dann nehmen wir doch eine. So. Dahin. Genau. Das mit den Stolperfallen ist schon genial. Oh, ein Kriegsbogen. Boah, was braucht man dafür? 100 Metallscherben. Was? Diese Waffe will wenig Schaden und feuert Elementladungen ab. Oh, Scharfschussbogen. Okay. Er feuert langsam. Mhm. Okay, bis jetzt brauche ich das nur. Ah, verkaufen. Kann man eigentlich Outfits verkaufen? Kaufen, meine ich. Ja, hier. Ah. Gut. So. Okay. Wolltest du nicht eine Stolperfalle? Ich bin bereit zum Handel. Und du? Hab ich doch, oder nicht? Ich hab doch eine Stolperfalle gekauft. Jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich. Jetzt sag los. Noch was? Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert.
Je besser die Teile, desto mehr Scherben zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Nein. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ich hab, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Nordtor. Ja, Moment. Erstmal, Moment mal. Wir müssen erstmal Inventar-Outfits. War das hier? Ah, okay. Okay, okay, okay. Jetzt kann ich mein Outfit wohl wählen. Alles klar. Was ist das da? Kleidung einer ausgestochen aus Materialien des Beckens. Bietet keinen zusätzlichen Schutz und kann nicht verkauft werden. Gewand einer Botin gut getarnt, damit die Trägerin überall in Heiligenland unentdeckt ihre Beute verfolgen kann. Okay, nehmen wir das doch. Kein Problem. Aber irgendwas konnten wir doch verkaufen. Geschäfte mit Händlern. Mhm. Das kann ich alles verkaufen. Okay. Ja. Alles klar. Okay, oh. Ziele auf dem Boden in der Nähe eines Gegners und feuere auf zwei Positionen, um einen Schockdraht zu platzieren. Genau. Ja, okay. Ja, ja, okay, okay, okay. Dafür brauche ich erstmal einen Feind, was? Aber es ist so dunkel hier. Oh Gott. Oh mein Gott. Gibt's hier denn niemand? Okay, egal. Ich treffe mich erstmal mit ihm. Oh, Moment. Siehe da. Wenn Sie nicht mit mir sprechen. Ich wäre bestimmt nicht besonders nett. Was? Wer ist denn hier? Niemand. Egal, laufen wir. Ach, wir sind in einem Dorf. Hier ist kein Platz für Ausgestoßene. Ich gebe mich nicht mit ihresgleichen ab. Ach, wieso was hasse? Warum? Warum hassen sie die Ausgestoßenen so sehr? Ich hab doch nichts gemacht. Ich bin doch voll unschuldig und voll lieb. Das ist ja wie, als würde ich... Keine Ahnung. Ich hasse dich, weil so und so. Ich muss meine Stolperfalle mal ausprobieren. Gleich. Demnächst. Danach. Meter. Das ist eigentlich das, ein Läuferareal. Dann können wir das hier ja, ups, gleich mal testen. Ich nehme mal an, so. Ich muss nur gucken, wie und was und wo. Ich nehme mal an, wir müssen... Interessante Sache. Kann man? Ich müsste es nur mal testen. Kann man denn... Warte, lass mich sammeln. Das hilft bestimmt weiter. Oh.
Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das dran machen soll, ganz ehrlich. Vor allem geht das von dem Stein zu dem Stein? Kann ich das machen? Ich mal gucken. Mal gucken. Ah, okay. Ah ja, okay. Dann hätte ich gern wieder mein Jägerpfeil. Und dann muss ich einmal testen, ob mir der hinterher rennt, warte. Aber... Oh. Sie wissen jetzt, dass ich hier bin. Oh je. Egal. Wissen die echt alle, dass ich hier bin? Scheiß drauf. Was? Was für ein Level haben die denn? Scheiß drauf. Hallo, guck mich doch an, wenn ich mit dir rede. Ja, genau. Ich mache echt wenig Schaden. Ah, wollte schon sagen. Jetzt habe ich alle aufgeschreckt. Hey, ja, 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 ja. So. Schön leise. Nee, das muss ich jetzt. Das muss ich jetzt testen. Das sehe ich nicht ein. Wo ist mein Stolperdraht? Da. Die sind ja alle weg. Ernsthaft? Ich glaube, ich bin sicher. Komm hierher. Warte. Muss ich jetzt testen. Okay. Okay. Kommst du? Komm hierher. Ich will es nur testen. Komm schon. Okay. Kommst du? Ja, fein. Ich will es nur mal testen. Ja, komm. Warum kommt der nicht hier rüber? Boah, Alter. Ohne Mist, verdammt. Der schießt. Okay. Dann ist es wohl nicht gegen die gerichtet hier. So, geh weg. Kann ich das eigentlich wieder aufsammeln? Ne, okay, dann war es umsonst. Alles klar. Okay. Oh. Ich habe deinen Freund getötet. Und was sagst du jetzt? Nix. Oh. So. Jetzt habe ich auch dich getötet. Was sagst du dazu? Auch nix. Ha, weil du tot bist. Ja, ich gehe jetzt zum Haupttor. Ist irgendwo da. Wo bin ich denn jetzt schon wieder lang gelaufen? Ja, okay. Anscheinend kann ich das nicht testen. Blöd gelaufen. Okay, Fertigkeiten habe ich noch nicht. Munition wollte ich machen. Herstellen. So. Stolperfallen. Modifikationsbeutel. Kann ich nicht. Ah, Outfitbeutel Upgrade. Nein. Nein. Ja.
So. So. Oh, ich bin an meinem Ziel. Oder doch nicht. Aloy, du bist hier. Hallo. Ja. Hättest du nicht gedacht, was? Ich bin da. So, ich hock mich zu dir. Ups. Okay, dann speichern wir nochmal. Kein Problem. Ja, überschreiben. Null Problemo. So, jetzt reden wir mit dir. Wir sollten reden. Ja, wir sollten reden. Ist ernst. Hast du die Feuerpfeile? Habe ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Ich habe eine Stolperfalle. Ich war übrigens bei Cast und habe mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Ja. Natürlich habe ich auch dieser Frau geholfen. Ich habe Grata Kaninchen gebracht. Sie hat der Urmutter gedankt, natürlich. Urmutter hat durch dich gewirkt, um ihr Kaninchen zu bringen. Oh, das sagst du immer. Aber ich war da und habe allein gejagt. Und das sagst du immer, was dich nur einsam macht. Ich bin auch einsam, oder nicht? Was für eine Lektion ist das? Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Sehr mysteriös das Ganze. Das gefällt mir nicht. Ich werde ihn auf jeden Fall nicht meiden. Ich weiß ja nicht, wie es im weiteren Spielverlauf ist, aber ich möchte mit ihm weiter so reden und so weiter. Also, Rust, ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich mach das nicht. Ich tue nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß, und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rust. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist, aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Schlaues Mädchen. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Ich glaube, sie wird ihr Versprechen nicht einhalten können. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Aber es ist doch dunkel. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. So. Was passiert hier jetzt? Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. Okay. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy.
voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche, was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh, ja. Krasser Scheiß. Ah, hier ist noch was. So, wir sind jetzt also durchs Tor gelaufen, nicht übers Tor. Mein Gott, wo bleibt mein Wort? Ah, wo bleiben meine Sätze? Meine Sprache? Wo bleibt das? Ich folge dem Pfad der Zerstörung. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Ich sehe es doch. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Oh, danke. Das motiviert einen. Aber richtig. Ich bin voll motiviert. Oh. Diese Geräusche. Ein Kadaver. Ich hol mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Warum soll ich auf die Umgebung achten? Ist hier ein Monster? Oh, warte, hier habe ich was übersehen. Ein Bäumchen. Oh. Hab ich mir eigentlich Pfeile gemacht hier? So. Wächter. Alles. Ups. Warum springst du? Ups. Ich will das Auge. Gib mir das Auge. So. Jetzt ist es nicht mehr weit. Warum sind wir heute die Einzigen hier draußen? Warum jagen die Stammeskrieger nicht diese Maschine? Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod. Oh je. Wenn du nicht aufpasst. Ich glaube, ich werde sterben. Definitiv. So. Da ich ja jetzt gleich da bin und wir können nicht mehr speichern. Nehmen wir das hier. Und wir nehmen das hier. Durchsuchen Graser. Okay. Oh, hier ist so viel Material. Wie geil ist das denn? Ohohoho, da geht mein Looterherz auf. Uhuhuhu. Okay, also hier ist irgendwo diese Bestie. Oh-oh. Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Jetzt kommt. Das ist allein deine Entscheidung. Danke. Diese Jagd gehört dir, Aloy. Dir allein. Was auch passiert, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Er darf mich nicht sehen.